Es ist der perfekte Ort, um mal richtig Klartext zu sprechen. Political correctness, die mir total auf den Sack geht. Für seltsame Geständnisse. Wenn ich morgens aufstehe, dann rieche ich immer noch ein bisschen nach diesem Bärenfett. Und auch um mal richtig Emotionen zu zeigen. Ja, schön. Ein Auto, ein Superstar und ein ganz persönliches Interview in ungestörter Zweisamkeit. TAF präsentiert Stars in Cars. Heute mit Henning Baum. Er ist der wohl männlichste Schauspieler Deutschlands, Henning Baum. Bekannt als Kommissar Mick Breisgau in der Sat.1-Serie Der letzte Bulle, hat sich der 41-Jährige einen Ruf als beinharter Kerl erarbeitet. Und auch wenn er gar nicht zu sehen ist, im neuen Disney-Animationsfilm Planes 2 spricht der Schauspieler auch wieder einen Draufgänger, nämlich Feuerwehrhubschrauber Blade Ranger. Okay, ihr Flugeimer. Der Brand ist außer Kontrolle geraten und hat sich geteilt. Windlifter, du übernimmst mit Dipper das Cold Springs-Gebiet. Der Frischling und ich kümmern uns um das Whitewall-Gebiet. Unser Reporter lädt den geborenen Essener auf eine Spritztour durch Berlin ein, um herauszufinden, ob Henning Baum auch im echten Leben so hart ist wie in seinen Rollen. Das passende Auto ist schnell gefunden, denn wer Feuerwehr spricht, der kann auch Feuerwehr fahren. Wir präsentieren ein 32 Jahre altes Brandbekämpfungsfahrzeug namens TLF 1625H. Allerdings, laut deutschem Recht darf das weder unser Reporter noch Henning Baum fahren. Und so springt freundlicherweise Feuerwehrmann Klaus als Fahrer in die Bresche. Und los geht der Männertest. Mit welchem Fahrzeug bewegt sich der Schauspieler denn privat von A nach B? Was ich jetzt zum Beispiel im Sommer super schön finde, ist, wenn es so warm ist, Motorrad zu fahren. Das ist völlig luxuriöse, geile Art, sich durch die Gegend zu bewegen. Das macht total Bock. Im Sommer mit dem Motorrad. Kein unmännlicher Anfang. Aber glaubt man einem Gerücht im Netz, dann geht's noch viel härter. Der Schauspieler soll wegen einer verlorenen Wette seit Jahren nur noch kalt duschen. Wir haben einen sehr kalten Winter gehabt. Und dann hieß es wieder, stell dir mal vor, die Leute früher hatten kein warmes Wasser. Und da habe ich gesagt, ja und? Die haben sich trotzdem gewaschen mit kaltem Wasser und das ging dann auch. Das würdest du nicht aushalten, das würde keiner von uns heute mehr mitmachen. Ich sag jetzt, red doch keinen Scheiß, da zieh ich jetzt 4 Wochen durch. Wette, das schaffst du nicht. Ich sag, komm, 4 Wochen. So, und aus den 4 Wochen sind 3 Jahre geworden, weil ich gemerkt habe, es ist sehr erfrischend. Tja, wenn man solche Geschichten hört, wird schnell klar, Henning Baum ist nicht nur vor der Kamera der harte Mann. Nein, viel männlicher als der 41-Jährige geht's nicht. Und wenn sie kalt duschen noch nicht überzeugt hat, dann Achtung, Henning Baum schläft nicht in einem Bett. Ich hatte im Winter die Heizung nicht an, wollte sie auch nicht andrehen und habe gedacht, es dauert zu lang. Und habe ich gedacht, leg dich doch mal auf das Fell. Und dann habe ich mich auf das Fell gelegt und dann hat mir das so gut gefallen, dass es dabei geblieben ist. Und wenn ich morgens aufstehe, dann rieche ich immer noch ein bisschen nach diesem Bärenfett. Ja, weil das ja so fettige Wolle ist. Naja, und da macht seine Frau Corinna mit? Ich schlafe alleine. Sie schlafen alleine? Ja. Das ist jetzt aber auch eher unüblich. Also, ich meine, war das nie ein Diskussionsthema? Ich meine, Schatz, ich schlafe jetzt woanders. Ist ja. Nö. Wir fassen einmal zusammen. Henning Baum fährt Motorrad, duscht kalt und schläft allein auf einem Bärenfell. Männlicher geht's wirklich nicht. Zeit für einen kurzen Stopp, denn es heißt ja Stars in Cars und nicht Stars auf dem Rücksitz. Und so bekommt der Schauspieler die Chance, sich auch mal am Steuer des riesigen Löschwagens zu probieren. Kurze Einweisung, dann geht's los. Welch Überraschung! Keine Aufregung, keine Emotion. Es scheint, als ob diesen Mann wirklich nichts aus der Ruhe bringt. Kurz darauf übernimmt wieder Fahrer Klaus das Steuer. Und gerade als wir schon aufgeben wollen, finden wir sie dann doch noch. Die schwache Stelle von Henning Baum. Ja, ich schlafe ja sehr gerne und sehr viel. Und wenn man mir das nimmt, habe ich ein Problem. Also da bin ich auf jeden Fall auf der sehr weichen, butterweichen Seite, möchte ich sagen. Ein Vielschläfer. Wer hätte das gedacht? Naja, macht den 41-Jährigen auch nicht weniger männlich, aber immerhin, perfekt ist er nicht. Trotzdem, unser Reporter ist neben so viel Testosteron chancenlos. Ja, Sie sind ein anderer Typ. Sie duschen warm, Sie schlafen im Bett und neben Ihrer Frau. Richtig. Nennen wir das Kind doch mal beim Namen. Rums, das hat gesessen. Aber keine Angst, unser Reporter ist nicht gekränkt. Kurz darauf ist unsere Fahrt mit Henning Baum vorbei.
Was haben wir gelernt? Henning Baum ist durch und durch ein ganzer Kerl. Auch stimmlich. Wer sich davon überzeugen möchte, Planes 2 mit Rettungshubschrauber Blade Ranger. Ab heute im Kino. Angespannt du da sitzt. Ist auch geil. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das Lustige ist, ihr seht das nämlich, er bremst mit, er schaltet eigentlich auch mit. Und das hat Spaß gemacht. Das war toll. Vielen